Wenn ich der Relativitätstheorie einen Glauben schenken darf, und das tue ich, dann breitet sich die Feldstärke ja mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, die Energie, die wird ständig abgestrahlt. Aber wo kriegt denn die Feldquelle ihre Energie ständig her? Dann wäre doch jede Ladung nur durch ihre Existenz schon ein Perpetuum mobile, oder? Ist sie natürlich nicht. Sondern sie wird aus der Raumenergie gespeist. Und da haben Sie jetzt einen Energiekreislauf. Die Raumenergie speist die Ladung als Feldquelle, dann wird die Energie als Feldenergie abgestrahlt und der Raum zieht sich die Energie langsam aber sicher wieder zurück. Ein bisschen was bleibt noch im Feld drin, weil das Feld ja im Raum auch noch existiert. Und das ist unser Energiekreislauf, den ich sehe und in dem ich gerne eingreifen möchte, um ein bisschen was davon rauszuziehen. Ich stelle mir das vor wie so ein Staubsauger. Also die Ladung strahlt Feld aus und das Feld ist anziehend zu einer Metallplatte. Spiegelladungsmethode, werde ich auch gleich noch detailliert ausführen. Wenn die Ladung die Platte anzieht, das ist wie so ein Staubsauger, der Luft anzieht, dann müsste ich doch in diesem Sog einen Rotor laufen lassen können. Kann ich auch. Aber zunächst einmal möchte ich noch kurz erzählen, dass die Sache auch eine quantenelektrodynamische Sichtweise enthält. Sie kennen ja Photonen als elektromagnetische Wellen. Das sind Quantenzustände n gleich 1, 2, 3 und so weiter. Also sowas. Wenn Sie es in der Dirac'schen Schreibweise setzen, 1, 2, 3 und so weiter. Der Zustand n gleich 0, das sind die Nullpunktoszillationen. Und nun weiß man, das war die Geschichte mit dem Kerr-Effekt, nun weiß man, dass sich elektromagnetische Wellen, die angeregten Zustände, also diese hier, 1, 2, 3 und so weiter, dass die ihre Geschwindigkeit im elektrischen und magnetischen Feld ändern. Und ich postuliere jetzt einfach mal, dass das für den Grundzustand genauso geht. Also dass die Nullpunktwellen dasselbe tun wie die angeregten Zustände. Da ist eigentlich kein erkennbarer Grund, warum es anders sein sollte. Und dann können Sie ausrechnen, um wie viel das Photon, ebenso wie die Nullpunktwellen, im Feld langsamer laufen als im feldfreien Raum. Ich habe das mal hier für das Beispiel eines Magnetfelds angeschrieben. Also 1 minus V durch C ist praktisch die Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit. Und da sehen Sie so einen ganz kleinen Effekt, so einen Effekt von 10 hoch minus 24 mal Feldquadrat. Die Feldstärke dürfen Sie in Tesla einsetzen. Also wenn Sie ein Feld von 1 oder 2 Tesla anlegen, dann bekommen Sie eine Abweichung im Bereich von 10 hoch minus 24 Delta C durch C. Ein ganz kleiner Effekt. Sie können also von der riesigen Energiedichte des Universums damit nur einen ganz kleinen Anteil anzapfen. Mehr wird es nicht. Da können Sie in Grundgrößen der Physik, Naturkonstanten, die Energiedichte der quantenmechanischen Nullpunktoszillation im Vakuum angeben. Und wenn ich sage, die liegt bei 10 hoch 29 Joule pro Kubikmeter und ich kann da nur 10 hoch minus 24 davon rausziehen, mein Effekt war ja nur ein ganz kleiner, dann bleiben immerhin noch nutzbar 10 hoch 5 Joule pro Kubikmeter übrig. Ich habe natürlich relativ dazu einen ganz winzigen Wirkungsgrad, also ich kriege natürlich nur ganz wenig raus in meinem Experiment, aber Sie sehen, dass da die großen Größen sich irgendwie so miteinander verrechnen, dass da am Ende was Greifbares rauskommt. Das ist die entscheidende Message dabei. Was passiert jetzt, wenn ich ein elektrisches Feld anlege? Wenn ich sage, ich verändere mit einem elektrischen Feld die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen, also der Photonen genauso wie der Nullpunktoszillation. Das heißt ja im Klartext, ich verändere deren Wellenlänge. Das heißt also, wenn ich eine Feldquelle, das hier ist meine Ladung Q, wenn ich eine Ladung als Feldquelle nehme und ein elektrisches Feld ausstrahlen lasse, dann haben Sie die Nullpunktoszillation auf einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und wenn ich jetzt die Feldstärke abschirme, indem ich eine Magnetplatte dazwischen stelle, dann ist das Feld weg hinter der Magnetplatte und die Wellenlänge ist verändert. Im feldfreien Zustand.
Das heißt, Sie haben praktisch links von der Metallplatte die Wellenlänge der Nullpunktsoszillationen im Feld behafteten Zustand und rechts von der Metallplatte die Wellenlänge der Nullpunktsoszillationen im feldfreien Zustand. Und nun können Sie das E gleich an halb H bei Omega einsetzen und die Differenzenergie, die muss irgendwo bleiben. Wo bleibt sie denn? Natürlich in der Metallplatte. Ist ja sonst nichts da, was sie nehmen könnte. Also, kann ich, wenn ich ein Feld, eine Ladung nehme, um ein Feld zu erzeugen und ich halte eine Metallplatte dagegen, dann müsste eigentlich eine anziehende Kraft da sein, sollte man meinen, wenn diese quantenelektrodynamischen Überlegungen richtig sind. Natürlich sind die richtig, das ist bekannt, das finden Sie in jedem Standardbuch der Elektrodynamik unter dem Namen Spiegelladungsmethode. Das können Sie ganz klassisch durchrechnen. Also der Effekt, den ich Ihnen da erzähle, das ist auch schon seit vielen Jahrzehnten Lehrmeinung. Das heißt, ich müsste also nur eine Metallplatte in das Feld so reinbringen, dass die antreibenden Kräfte zu einer endlosen Bewegung führen. Das ist alles. Jetzt habe ich einen Aufbau mir überlegt, damit müsste es doch eigentlich gehen. Sie nehmen eine Scheibe als Feldquelle, nicht nur eine Punktladung. Ich habe finite Elemente berechnet. Die Ingenieure unter Ihnen wissen, was finite Elemente-Methoden sind. Und dann habe ich herausgefunden, dass so eine Anordnung, die Feldquelle hat die Scheibe oben elektrisch aufgeladen und der Rotor unten elektrisch geerdet, zu einem kleinen Drehmoment führen müsste. 12 Mikronewtonmeter bei einem Rotor von einem halben Meter Durchmesser. Die Abmessungen, die da stehen, die sind authentisch. Das war mein erster Rotor, den ich je gebaut habe. Wie kriegen Sie einen Rotor von einem halben Meter Durchmesser dazu, mit 12 Mikronewtonmetern sich zu drehen? Sie erinnern sich daran, dass Sie früher mal Experimentalphysiker waren und außerdem auch nebenbei noch ein Hobby hatten, nämlich Flugmodellbau. Und dann machen Sie einen ganz leichten Balsaholzrahmen und spannen da Aluminiumfolie aus der Küche drüber. Gibt einen Rotor von 8,7 Gramm in der Größe. Und dann müssen Sie natürlich noch eine Lagerung haben, die schön reibungsarm ist. In dem Moment, wo Sie die Reibung größer machen, geht natürlich nichts mehr. Da erinnern Sie sich dran, dass Sie früher mal einen Segelschein gemacht haben und wissen, dass Sie Schiffe, auch wenn die mehrere Tonnen schwer sind, einfach mit der Hand wegschieben können. Anders als Autos. Also selbst ein 1000-Tonnen-Schiff können Sie mit der Hand wegschieben. Aber beim 40-Tonner-Lastwagen haben Sie keine Chance. Und das ruft Ihnen in Erinnerung, dass die hydrostatische Lagerung schwimmend. Sie brauchen Geduld, weil Sie natürlich viel Zeit brauchen, bis das Ding sich bewegt. Die Massenträgheit bleibt ja unbenommen. Und dann suchen Sie in Büchern der Maschinenbauingenieure die entsprechenden Kurven raus für Reibungskoeffizienten und finden, dass es bei manchen Lagerungen für sehr niedrige Relativgeschwindigkeiten dazu führt, dass so eine Haftreibung eintritt und dann der Reibungskoeffizient nach oben geht. Bei der schwimmenden Lagerung passiert das Gegenteil. Da geht Ihnen der Reibungskoeffizient asymptotisch gegen Null. Das heißt, Sie kriegen unheimlich kleine Reibung. Das heißt, Sie nehmen, man sieht es auf dem nächsten Bild, ganz im Hintergrund, ganz klein, die Duschwanne und füllen die mit Wasser auf und setzen den Rotor auf Styroporschwimmer. Styroporschwimmer aus dem Baumarkt. Und so sah dann der erste Rotor.